Boah, ich glaube, so aktiv war ich noch nie. Gut, ich habe mir auch sehr wenig Mühe bei der Postproduktion gegeben, aber die Kalaschnikow ist ja auch nur so gehypt, weil sie einfach herzustellen ist. Freundschaft mit McChili Cheesica ist vorbei. Anti-Morikanisches Konglomerat ist mein bester Freund jetzt. Die Taliban gaben bekannt, dass das Islamische Emirat Afghanistan eine Vereinbarung mit der Russischen Föderation über jährliche Lieferungen von 2 Millionen Tonnen Weizen, 1 Million Tonnen Benzin, 1 Million Tonnen Dieselkraftstoff und 500.000 Tonnen Flüssigerdgas zu einem global verglichen reduzierten Preis getroffen hat. Anders könnte sich das von den Amis kaputt gebombt und gewirtschaftete Land vermutlich auch nicht leisten. Immerhin kämpfen sie noch mit den Folgen von der durch die Yankees auferlegten Opiumproduktion für die gesamte Welt, wodurch allein in Afghanistan eine große Anzahl der Bevölkerung in die Abhängigkeit geraten ist. 40 Jahre Krieg. Armut, Arbeitslosigkeit und das Trauma der Nachkriegszeit trieben Millionen Menschen in Afghanistan in die Sucht. Von 39 Millionen Afghanen sind 3 bis 5 Millionen drogenabhängig. Ironischerweise hat der französische Propagandakanal Arte zu den Maßnahmen der Taliban gegen dieses Problem eine gute Kurzdoku veröffentlicht, die zwar aufgrund reißerisch gewählter Wortwahl auf Springerniveau versucht, das Unterfangen in ein menschenfeindliches Licht zu rücken, aber wenn man nicht anfällig für westliche Perspektivierung ist und stattdessen bei BRD-Propaganda für sterile Drogenkabinen ein Problem sieht, kann ich diese und die Kurzdoku des deutschen Propagandakanals ZDF über Frankfurts Drogenpolitik mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen. Der deutsche Aktienmarkt befindet sich im Freifall. Zündet heute eine Kerze für jeden gläubigen BWL-Benjamin an. Sie können jedes Gebet gut gebrauchen. Gefickt sind wir natürlich trotzdem alle. Die Zahl der Bedürftigen, die sich durch die Inflation billiger Lebensmittel ihre Existenz nicht mehr leisten können, ist seit Anfang des Jahres um 50% gestiegen und der Winter wird wohl auch für die Leute mit Heizung sehr unerträglich. Der militärische US-Außenposten vor der Ukraine hat laut eigenen Angaben seit Kriegsbeginn 350 Milliarden Dollar verpulvert bei einem jährlichen BIP von läppischen 155 Milliarden. Die besorgte US-Regierung hat bereits das nächste milliardenschwere Hilfspaket bewilligt. Die Endergebnisse des Referendums in den Separatistengebieten in der Ostukraine wurden bekannt gegeben. Alle Regionen haben die 50%-Hürde bei Weitem geknackt. Der Westen ist am Schäumen. Wenn Faschismus in Italien so schlecht war, warum gibt es dann Faschismus 2? Die Bruderschaft Italien gewinnt die Wahl haushoch, da sie mit den Italien populären Themen wie EU-Skepsis, Souveränität sowie Postfaschismus werben. Die Parteivorsitzende, die so aussieht und heißt, als wenn sich das CIA eine Italienerin ausgedacht hätten, ähnlich wie bei Jeanine Annes in Bolivien, schwört allerdings direkt der Greenscreen-Koksnase des unter neoliberaler NATO-Führung auferstandenen Reichskommissariats Ukraine die Treue. Das westliche Symbol für Menschenrechte im Nahen Osten hat mal wieder das palästinensische Flüchtlingsghetto in Jenin überfallen und dabei 4 Märtyrer ermordet. Die Burger Kings verstärken ihre McBoden-Truppenpräsenz in Hasaka, Syrien, um ihren Öl- und Ressourcendiebstahl vom Spielverderber Assad abzusichern. Im letzten Video habe ich ja schon angedeutet, dass die Chili-Cheese-Scharlatane definitiv unsere Gasversorgung sabotiert haben. Und bevor es wieder zermürbende Dislike-Wellen von Buzzword-furzenden Baby-Linken hagelt, führe ich das Thema lieber nochmal weiter aus. Die Gasleitungen waren Russlands Druckmittel gegen Europa. Wenn sie sich selber sabotiert hätten, wäre das wirtschaftlicher und strategischer Suizid. Nord Stream 1 und 2 waren voll mit teurem Gas gepumpt, als sie gesprengt wurden. Ein heftiger Verlust, den alleine Russland wirtschaftlich tragen muss. Die Rohre sind aus Stahlbeton gebaut. Sie wurden konstruiert, um selbst einem Zusammenstoß mit Tauchexperten-Commander Krieger standzuhalten und sind ohne Sprengladung quasi unzerstörbar. Also wie sollen die mittlerweile 4 gemeldeten Bruchstellen parallel zustande gekommen sein? Der einzig realistische Weg, wie eine solche Operation vonstatten gegangen sein könnte, wäre über von U-Booten oder Flotten gestartete Unterwasserdrohnen. Es gibt weltweit nur 3 Länder, die über eine solche Technologie verfügen und sie aktiv nutzen. Die Vereinigten Fladen von Hosenfollistan, Russland und eventuell China. I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. Zufälligerweise waren vor einigen Tagen genau in den Tatortgewässern Happy Meal Kriegsschiffe und Cheesy Bacon Lover Plant-Based U-Boote aktiv. Die NATO hat darüber sogar am 27.09. einen Bericht verfasst. Auf Flugradarprotokollen ist aber auch zu sehen, wie bereits Anfang September extra large Schmeckmenü-Helikopter mehrmals über die Nord Stream-Rohre nahe der Bornholm-Insel gekreist sind. Wie schätzen Sie das ein? Wer könnte denn tatsächlich ein Interesse daran haben, dass diese beiden Pipelines beschädigt werden sollen? Nun, die Mutmaßung, dass Russland hinter diesem Sabotageakt steht, ist sicherlich sehr, sehr wahrscheinlich. Russland verfügt über die technischen Möglichkeiten, solche Detonationen herbeizuführen. Und diese Explosionen könnten ein Signal sein an Europa, dass Russland im Ernstfall auch bereit ist, kritische Infrastruktur der EU anzugreifen. Also Gasleitungsverbindungen etwa
aus Norwegen nach Westeuropa, auch nach Deutschland. Und das soll wiederum Druck ausüben auf westliche Regierungen in der Ukraine-Frage, bei Waffenlieferungen doch etwas zurückhaltender, etwas zögerlicher zu sein. Also das ist die wahrscheinlichste Erklärung für diese Explosionen, wenn es dafür auch noch keine Beweise gibt. Die Bild für linksliberale Studenten hat lustigerweise im Sommer über einen möglichen ukrainischen Angriff auf die NS-Pipeline berichtet. Nein, lieber antideutscher NS steht für Nord Stream, ganz ruhig. Zwar gibt es noch keine gerichtlich eindeutigen Beweise für eine Sabotage, aber es wird am Tatort Fragmente des benutzten Sprengstoffs bzw. der Drohnen geben, die in eine eindeutige Richtung deuten werden. Noch eindeutiger als alle Infos, die es ohnehin schon gibt. Ich verlinke euch trotzdem schon mal einen Artikel, der eine direkte Beteiligung der polnischen, dänischen und schwedischen Navy bei der McMuffin Bacon and Egg Operation mutmaßt, die angeblich schon 2021 startete. Der polnische Premierminister hat öffentlich den Amis für die Sabotage gedankt und Brandon hat im Februar laut gesagt, was ihm die Men in Black wohl im Vertrauen gesteckt haben. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Possibly this is a good idea to say to our American friends. We will be united. We will act together. And we will take all the necessary steps, and all the necessary steps will be done by all of us together. Today, will you commit today to turning off and pulling the plug on Nord Stream 2? You didn't mention it, you haven't mentioned it. As I already said, we are acting together. We are absolutely united and we will not taking different steps. We will do the same steps and they will be very, very hard to Russia and they should understand. You gotta do something for me. Here. Here. Oh, you see that? You see that chew? Well, I want you to lick it. Go on! Lick it. And oh my brothers, would you believe your faithful friend and long-suffering narrator pushed out his red yazzik a mile and a half to lick the Grazny Vonny boots? Laut dem BND werden die Gasrohre nie wieder benutzt werden können. Also stellt euch darauf ein, dass neben den katastrophalen Umweltschäden durch die Gaslecks auch spürbare Einbußungen in unseren Haushalten auffallen werden und langfristig die Entwicklung der deutschen Industrie gehandicapt wurde. Der folgende Dominoeffekt wird uns effektiv in ein zweites Mittelalter katapultieren. Joint meiner Telegram-Gruppe, um mir fantasievollere rassistische Beleidigungen für Yankees vorschlagen zu können. Meine Quelle an McDonald's und Burger King Online-Speisekarten neigt sich dem Ende zu und ich will mich nicht am laufenden Band wiederholen müssen wie private Fitness-Coaches bei demenzkranken Oligarchen. Mir wurde mehrfach gesagt, ich soll mal das Koks absetzen und weniger Ben Shapiro laben. Ich habe also versucht, mal ein bisschen langsamer zu sabbeln. Folgt schon mal meinem Backup auf Odyssee, auch wenn die Synchronisation jetzt schon die ganze Nacht lief und ich befürchte, dass ich nie Zugriff auf meinem Kanal erhalten werde, da ich diesen erst nach Abschluss beanspruchen kann. Aber dann mache ich halt zu Noten 9. Zieht euch die Ärmel hinter den Ellenbogen beim Händewaschen, gebt euren Katzen nicht zu wenig Nassfutter, lasst obdachlose Freunde in eurem Wohnzimmer schlafen, bis sie was anderes gefunden haben. China wird gewinnen. Hasta nunca.